Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, in die Zuständigkeit der Landessynode gehört die Planung und Steuerung der Fahrstellen, die dann mit Personen in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen besetzt werden sollen. Und die Landessynode hat jetzt den Blick schon mal geworfen auf das Jahr 2030. Und es gibt drei Aspekte, die dabei eine besondere Rolle spielen. Das eine ist der finanzielle Aspekt. Wie viel können wir bezahlen, auch im Blick auf die daraus resultierenden Versorgungs- und Beihilfeansprüche. Der zweite Aspekt ist, welche Aufgaben werden denn voraussichtlich anfallen, in welcher Struktur werden wir uns als Kirche ungefähr befinden. Und das dritte, wie viele Menschen stehen uns denn zur Verfügung, die man in solche Stellen berufen könnte. Wir sind wie folgt vorgegangen. Wir haben erstmal analysiert, wie sich das denn entwickeln würde von dem jetzigen Stand aus. Denn wir wissen ja bei den bei uns im Pfarrdienst tätigen Menschen, wann sie ungefähr voraussichtlich in den Ruhestand versetzt werden. Und da ist es so, dass wir absehen können, dass so ab 2020 die geburtenstarken Jahrgänge doch in teilweise über 100er Paketen in den Ruhestand versetzt werden. Und auf der anderen Seite wir dann gucken müssen, wie viel Nachwuchs wir im Augenblick generieren können. Und da gibt es durchaus den Bedarf, nochmal kreativ dran zu gehen. Wir haben Szenarien mal durchgespielt für 650, 800 und 1000 Fahrstellen. Aktuell haben wir 1827 Fahrstellen. Das erfordert natürlich auch nochmal eine Reihe von Begleitmaßnahmen, weil das auch Auswirkungen auf den Fahrdienst haben wird, auf die Aufgabenwahrnehmung. Und darum hat die Landessynode dem Vorschlag aus unserer Abteilung und auch aus den Ausschüssen zugestimmt, dass wir eine sehr breit besetzte Arbeitsgruppe bilden, die Begleitmaßnahmen erarbeitet. Also wie können wir das möglichst flexibel gestalten, dass Menschen auch nach ihren Möglichkeiten in den Dienst kommen können. Was heißt das im Blick auf die Gewinnung von Nachwuchs und die Attraktivitätssteigerung dieses Berufes auch? Und diese Arbeitsgruppe soll der Landessynode 2015, also im nächsten Jahr, dieses Maßnahmenpaket vorlegen und darüber hinaus auch dann einen Vorschlag unterbreiten für eine Zielzahl, die angestrebt werden soll. Dazu muss man noch sagen, wir werden jetzt unmittelbar nach der Synode für die einzelnen Kirchenkreise mal Szenarien erarbeiten und in die Kirchenkreise hineingeben und werden dann im Februar in der Subendentenkonferenz mit den Subendentinnen und Subendenten auch mal darüber ins Gespräch kommen, ob das den Bedürfnissen und Wünschen der Kirchenkreise entspricht und ob es an der einen oder anderen Stelle Korrekturbedarf gibt. Wir haben im Juni die Personalplanungskonferenz, die sich damit nochmal beschäftigen wird und werden dann nach den Sommerferien über die Ausschussberatungen die Synode 2015 ansteuern. Sehr geehrte Damen und Herren, die andere Seite der Medaille hat die Synode beschlossen unter dem Titel Zeit fürs Wesentliche. Ein Titel, der immer wieder für Erheiterung gesorgt hat, wenn über das Papier in Gremien beraten wurde mit durchaus ausgebreiteten Tagesordnungen, der aber auch gleichzeitig in der Heiterkeit ein bisschen Sehnsucht deutlich werden ließ, weil es wäre sehr schön, im Pfarramt für das Wesentliche Zeit zu haben. Beschrieben sind fünf Kernaufgaben, nämlich die Verkündigung, die Seelsorge, die Bildung, die Diakonie und die Leitung. Das ist das, was der Schwerpunkt der Pfarrerin oder des Pfarrers sein soll. Und das Besondere der Pfarrerin des Pfarrers in jedem Arbeitsgebiet ist, dass sie zuständig sind für die Schnittstellenkommunikation zwischen den vielen, vielen Bereichen, die jedes Arbeitsgebiet hat. Also die Schnittstellen zwischen den ehrenamtlichen und den beruflichen Mitarbeitenden, aber auch die Schnittstellen zwischen den verschiedenen Berufen. Perspektiven auf den Pfarrberuf heißt der Untertitel, und das, denke ich, ist ein ganz großer Schritt, den die Synode dargegangen ist, weil sie hat sich damit davon verabschiedet, dass man beschreiben könnte, wie die rheinische Pfarrerin oder der rheinische Pfarrer an sich sein soll. Perspektiven leitet dazu an,
mit den 5 großen Aufgabengebieten noch einmal zu gucken, was in einer konkreten Pfarrstelle eigentlich anliegt. Es leitet dazu an, darüber ins Gespräch zu kommen, ob in der einen Pfarrstelle der Schwerpunkt eher auf der Seelsorge liegt oder in der anderen eher auf der Verkündigung oder auch, wie es zum Beispiel im Schulpfarramt ist, ganz klar der Schwerpunkt bei der Bildung liegt. Ich bin sehr gespannt, wie die Gespräche werden in den Gemeinden. Wir werden weiterhin an dem Thema arbeiten, weil ein großer Punkt noch offen ist, die Frage, soll es eine Vereinbarung über eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit für Pfarrerinnen und Pfarrer geben? Im Anhang der Vorlage, die beschlossen worden ist, gibt es Ideen für Zeitvereinbarungsmodelle in verschiedenen Pfarrstellen und darüber ist jetzt im nächsten Jahr zu diskutieren. Wir haben eine Zeit bis April 2015 festgelegt. Das ist einfach eine Zeitschiene, die berücksichtigt, dass auch Kreissynoden ihr Votum abgeben sollen und das wird vermutlich frühestens im November dieses Jahres möglich sein. Soweit.